Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Pixel Piracy. Hier mal wieder von unserer Startstadt, wo wir mal wieder unterwegs sind. Warum sind wir hier? Ganz einfach, weil wir ein bisschen Moral auftanken wollten. Also wollte ich, dann muss ich kein Geld dafür ausgeben. Also ich, wir, ich, also Skeff und meine Wenigkeit. Und gleichzeitig schauen wir mal hier kurz rein, ob wir irgendwas Tolles finden. Hammer. Also ich glaube nicht, dass wir hier jetzt was ganz Tolles finden werden. An Waffen, eine Axt, die ist nicht schlecht, aber das, was wir haben, ist besser. Genau, und deshalb verkaufen wir einfach mal alles, was wir hier gerade zuletzt gefunden haben. Jetzt hoffe ich nur, dass da nicht das Küchenmesser drin ist. Meine Güte, haben wir da viel gefunden. Jede Menge Steine, die wir nicht brauchen. Ich glaube nicht, dass das Küchenmesser drin ist, außer dass es das hier ist. Aber wir haben, glaube ich, nicht zwei davon gefunden. Nee, das passt schon. Ich verkaufe mal alles. Das sind nur Waffen. Da ist nichts Wichtiges dabei. Und boah, haben wir viel Geld auf einmal. Also die Waffen bringen viel, deutlich mehr, als ich dachte. Dann können wir noch mal ein bisschen Essen einkaufen. Fisch brauchen wir gerade nicht. Nehmen wir noch mal da was. Boah, von allem ein bisschen Rum auch. Ist alles in Ordnung. Und da verkaufen wir nichts. Und dann schauen wir noch mal in die Items kurz rein. So, Swimming ist ausverkauft. Map Awareness finde ich ganz gut, weil dann haben wir ein bisschen mehr Übersicht über die Karte oder über die Umgebung. Treasure Hunt, dann können wir finden wir ein bisschen mehr Loot. Toilet Study finde ich gerade noch nicht ganz so wichtig. Das ist natürlich nicht schlecht, ja, wenn wir Schiffe kaputt machen, dann kriegen wir mehr Geld. Fast Learner. Teach us to read map. Be aware of the location on the map. Das weiß ich nicht, was da der Unterschied ist. Und mehr Geld von, naja. Fishing. Wir haben aber noch keine Angel. Bringt uns also nichts. Rettungsboje brauchen wir nicht, weil wir beide fischen. Ich verkaufe erstmal Zeug. Also, diese Elixiere sind praktisch. Auto-Elixier sage ich, brauche ich nicht. Das gibt alles XP oder irgendwas. Bottle Rum, Life. Das ist leider immer noch sehr unübersichtlich, muss ich zugeben. Uncovers the location of a buried treasure. Könnten wir vielleicht doch mal angehen bald. Ja. Und hier die Oyster Shells, die sind 16, naja, so viel wert sind sie gar nicht. Aber immerhin, gibt Geld. Die Grindstones behalten wir natürlich. Das Küchenmesser, Tabakblätter. Und wir haben auch schon Bandages gefunden, falls wir irgendwann mal bluten. Das ist ja nicht so toll. Ach komm, wir haben so viel Geld. Dann leisten wir uns. Was leisten wir uns? Was leisten wir uns? Map Reading finde ich. Also das wären jetzt beide Sachen, die wären was für mich wahrscheinlich eher werden. Weil ich werde nicht sterben. Wenn ich sterbe, dann haben wir ein Problem. Oder Fast Learner. Komm, nee, wir machen erstmal Fast Learner, weil dann. Das ist auf alle Fälle sinnvoll. Map Awareness brauchen wir eigentlich gerade noch nicht. Das werden wir vielleicht irgendwann mal finden. Das ist auch gut. Dann cleanen können wir beide schon. Dann holen wir Treasure Hunt und Treasure Coins. So, dann haben wir ein bisschen was ausgegeben. Müssen wir nicht alles behalten. Und gehe schon mal auf den Weg zurück. Meine Moral ist noch nicht ganz da. Deshalb gehe ich noch mal ganz kurz in die Taverne. Oh, schon Skeff. Wo ist er denn? Skeff? Skeff? Ach da, geh doch in die Taverne. Noch sind wir... Hast auch noch nicht volle Moral. Gut, also, was haben wir gesagt? Ich glaube, ich habe gar keine TP. Doch, ich habe TP, das ist gut. Also, Treasure Hunt und Treasure Coins ist wichtig, vor allem, weil wir auch immer wieder das machen. Und wer hat jetzt... Fast Learner habe ich schon, das heißt, Skeff wird das zweite Buch kriegen mit Fast Learner. Das heißt, er levelt jetzt auch ein bisschen schneller. So, wer hat momentan mehr XP? Wo steht das Level? Ich sehe das Level nicht. Ach, da. 15, ich bin Level 15, Skeff ist Level 14. Dann kriegt Skeff mal hier die Tabak... Nee, Tabakblätter ist Moral. Wo waren die XP-Sachen? Wo waren die XP-Sachen? Die Feder und
Na, wo ist es denn? Hier, diese Wolfs... Klaue. So, dann haben wir das ein bisschen verteilt. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, ob die Moral noch steigt, wenn wir in der Taverne sind. Gerade sieht es eigentlich nicht so aus. Sie fällt sogar. Okay, dann gehen wir ganz schnell wieder auf unsere Nussschale. Und fahren weiter, denn auf uns warten Level 2 Piraten auf bösen, bösen Schiffen. Und ja, wenn wir doch schon bei dem Thema sind, wie immer gesagt, bewerbt euch kreative Bewerbungen, wenn ihr ein Teil unserer Crew werden möchtet. Also all diese Piraten hier sind anheuerbar. Und vielleicht ist einer dieser Piraten bald auf unserem Schiff und trägt euren Namen. Deshalb bewerbt euch und schreibt in die Kommentare, warum ihr Teil unserer Crew werden möchtet. Auch gerne, was ihr machen möchtet. Also gilt natürlich jetzt auch an Skeff hier. Wenn du irgendwelche Wünsche hast, wie ich dich skille, was du für eine Waffe haben möchtest, schreib es mir in die Kommentare. Ich werde versuchen, darauf einzugehen. Wir werden später sicher irgendwann mal Fischer brauchen. Wir brauchen Leute, die das Schiff reparieren. Irgendwann wird es Kanonen geben und so weiter und so fort. Also, wenn ihr lustige Ideen habt. Ganz schön langer Weg hier, den man da oben schaut. Wenn ihr Ideen habt, was ihr machen möchtet, schreibt das mir auch in die Kommentare. Und wenn ich dann ein passendes Plätzchen habe, dann... Ja. Seid ihr vielleicht bald hier drin. Und natürlich, kreative Bewerbungen sind immer gerne gesehen. Also ihr habt deshalb die Bewerbung von Skeff mit der Zellen Freundschaft sozusagen, die fand ich toll. Deshalb ist er jetzt hier. Und seid kreativ, dann seid ihr auch bald dabei. So, sind wir dann mal bald da. Ich sollte mal wieder Essen verteilen. Aber wir haben noch Essen da. Skeff. Hinter Skeff steht noch Essen. Wow, synchron Kacke schießen. könnte auch mal eine olympische Disziplin werden. Er ist jetzt natürlich schon ein Stückchen, weil wir sind ja doch ein bisschen zur Seite gefahren. Und jetzt sind wir da und sagen Hallo Level 2 Piraten. Das ist doch mal ein Schiff, oder? Da bin ich fast geneigt, das zu capturen. Nicht zu capturen, sondern zu übernehmen. Was haben wir denn hier? Wir haben hier drei Piraten, die sind nicht... zwei, die sind... Ja, einer ist schlecht, einer ist mittel, einer ist stark und... Schildkröten, die können wir leider noch nicht einsammeln. Aber wir gehen tapfer darüber, denn dieses Schiff will ich haben. Ein bisschen blöder Umweg. Au, au. Was hat denn uns da jetzt angegriffen? Wer schießt denn da? Wer schießt denn da? Geht ja gar nichts. Ich glaube, der da ist das. Aber damit haben wir kein Problem. Die sind kaputt. Und, ja, nachdem ich leider nach wie vor... Also man kann diese Tierchen, alle Tierchen, die da oben diese Ente als Icon haben, die kann man einsammeln später. Wir haben aber noch keinen Tierkäfig, deshalb schlachte ich die, denn da kommen auch lustige Items raus. Also lustig. Ich weiß nicht, ob ein Ei jetzt sehr lustig ist, aber... auch die Schildkröten. Ich mag keine Schildkröten, aber naja, ist halt so. Das ist ja ganz toll, dass man jetzt auch die Items ablegen kann. So, und ich würde sagen, wir behalten dieses Schiff, oder? Das ist definitiv cooler als das da. Und das behalten wir. Also, das capturen wir. Are you sure you want to capture your... Oh, Moment mal. Da sind unsere Kekse. Die ich jetzt leider nicht einsammeln kann, oder? Seh ich das richtig? Dock your ship, ja. Das kriege ich nicht. Okay, macht nichts. Macht nichts. Dann sind die halt weg. Wir haben ja genug zu essen. Ich hoffe, wir kommen noch eine Insel vorbei, dass wir dann wieder neues Essen positionieren können. Deshalb capturen wir das Ganze jetzt. Und jetzt gehört das Schiff uns. Ich hoffe, das wird jetzt gespiegelt. Gut. Und das sind Treppen, da können wir hochgehen. Und das ist doch schon mal ein bisschen cooler. Jetzt haben wir zwar kein Geld bekommen, aber das macht mir jetzt gerade gar nichts, weil das Schiff sieht zumindest mal deutlich besser aus als das, was wir davor hatten. Genau, und jetzt geht's weiter nach Süden. Da ist wieder eine Insel, Baltimore. Ich bin echt überrascht, dass wir so viele Inseln finden. Weil eigentlich dachte ich so von den Startbedingungen, die wir da ja so ein bisschen auswählen konnten, dass es mehr Richtung, wir finden Piratenschiffe.
Aber was ich auch mal zeigen kann, auf der Weltkarte, die ich jetzt nicht öffnen kann, dann kann ich es nicht zeigen. Na, dann halt später. Ups. Nicht das Mikrofon umstoßen, aus Versehen. So, neues Schiff. Nochmal, nächster Versuch, Weltkarte, genau. Was ist das? Das ist der Kreis. Okay, also das ist die Karte, so das, was wir sehen. Und wenn wir hier mal so ein bisschen rumscrollen, dann sehen wir, wie groß diese Karte eigentlich wirklich ist. Und hier sind legendäre Gegner. Also legendäre Piraten, die sind alle im Eck anscheinend. Aha, okay. Und die sollen wir alle töten. Ja, das ist unser langes Ziel. Danger 10.000. Ich denke, das ist ein bisschen übertrieben. Aber ich habe die noch nie gesehen. Deshalb bin ich schon sehr gespannt, was passiert. So, was sehen wir hier? Ein Chicken Nest. Also auch diese Insel ist nicht sonderlich neu und kreativ. Ein bisschen krabbig. Ein bisschen Krabbenfleisch liegt da rum. Und jetzt kämpfen wir gegen Krabbe und Piraten. Vielleicht sollte ich nicht zuvor stürmen. Also ich mache mir keine Sorgen, dass wir die nicht schaffen. Ich meine, zur Not haben wir immer noch... Muss ich mal ganz kurz... Ah! Clayton wants a doesn't want to die. He would like to join your crew. okay. Also der möchte nicht sterben, sondern möchte jetzt lieber unsere Crew beitreten. Natürlich, natürlich. Das machen wir, oder? Das machen wir und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Das ist neu. I was getting bored. Also ihm ist langweilig geworden. Dankeschön. Boom. Und jetzt haben wir ein neues Crewmitglied. Clayton Wonser. Level 4. Ist ja riesig stark. Und, ja, er hilft anderen Leuten gerne in seiner Freizeit. Ist also ein sehr, sehr, sehr netter Pirat. Sehr muskulär. Tritt wie ein Maultier und, kämpft wie ein Pferd. Nee, und kann ein Pferd auf den Boden wresteln oder kämpfen. Und er war mal, anscheinend ein Councilman, also hatte anscheinend mal einen gescheiten Job und naja, interessant. Also der gehört jetzt uns, ist nicht sehr, sehr stark und ich würde sagen, das ist unser zweiter Pirat. Wie heißt er? Clayton Wonser. Clayton Wonser. Ich schreibe den in Klammern. Aus demselben Grund, denn ich werde mir bis zum nächsten Teil überlegen, wessen Name er trägt. Dieser Pirat wird einer unserer alten Crewmitglieder werden. Und genau. Dann haben wir schon unseren zweiten Pirat, also unseren dritten Piraten, wenn man mich mitzählt. Dann machen wir diese Insel noch schnell fertig. Kisten leeren. Der schaut auch ganz lustig aus irgendwie. Obwohl, dem wollte ich eigentlich nicht begegnen, glaube ich. Der sieht eigentlich, wenn ich mir das recht überlege, eigentlich ziemlich gruselig aus. Genau. Also, da werden wir mal schauen, was wir aus dem machen. Und, vielleicht können die alten Crewmitglieder mir mal in die Kommentare schreiben, ob sie überhaupt noch zuschauen. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. So, diese Insel ist fertig. Alle, die in der ersten Staffel ein Teil meiner Crew waren, schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr noch da seid, weil wenn ihr nicht mehr zuschaut, dann ist es ein bisschen witzlos, wenn ich euch in unsere Crew hole. Und dementsprechend nächste Insel, Salvador, Stufe 2. Dementsprechend schreibt es mir einfach kurz rein, wenn ihr noch da seid, kommt ihr weiterhin in den Pod, dass ihr mit reinkommt und ansonsten ja, muss ich mir... Es gibt jede Menge neue Nachwuchspiraten. Sagen wir es mal so. So, was finden wir hier? Ich gehe mal wieder hin. Oh, Bones, da werden uns... Oh, das wird wieder interessant werden. Diesmal zum Tritt auf die Insel. Erstmal diese Oystershell kaputt machen. Nein, okay, wir gehen doch zuerst auf die Einheimischen oder auf die Piraten. Ich finde das lustig, dass die jetzt aufgeben und sich meiner Crew anschließen. Was ist das Leben von meiner Crew? Fällt mir so gerade auf. Clayton hält nicht viel aus. Ja, das habe ich gemerkt. Der wird unsere Heiltränke wegschlürfen.
fürchte ich. 10% vom Leben. Klingt halt auch nicht so viel. Also auf den muss ich jetzt sehr, sehr aufpassen, weil Level 4 ist natürlich weniger. Das ist ja, wenn ich mir das recht überlege, ist es weniger als das, was wir von Anfang an hatten. Das muss er jetzt erstmal wieder aufholen. So. Und schon ist er eine Levelstufe aufgestiegen. Achso, und hier sind Gegner. Ich wollte eigentlich die Kiste aufmachen und nicht die Gegner holen. Jetzt muss ich tierisch aufpassen. Vor allem, weil ich auch nicht mehr so viel Leben habe. Aber die halten zum Glück nicht viel aus. Ah! Ach nee, das war der Gegner. Gut, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ich dachte, er hat gerade einen von uns kaputt gehauen. Also, die Insel ist kaputt. Wir haben die komischen Typen Knochenmenschen hier kaputt gemacht. Haben die irgendwas Tolles gedroppt? Vielleicht. Ich muss mal auf den Hunger achten. Wir haben sehr, sehr viel Hunger. Ja, eher nicht, aber ich und Skeff haben sehr, sehr viel Hunger. Ja, also gut. Insel geklärt. Wir gehen mal zurück und ich muss da mal ganz schnell was positionieren. Ich hoffe, dass das gedockt gilt, ja. Gilt als gedockt. Dann kann ich Essen draufpacken. Essen gibt's oben an Deck, oder? Ach nee, unter Deck. Kantine ist unten. Seabiscuits. Und ein bisschen Wassermelone. So, dann haben wir da ein bisschen was drauf. Dann können wir uns wieder satt essen. Und wir fahren dann direkt weiter zur nächsten Insel. Ich gehe davon aus, dass es eine Insel ist. Nein, das sind Piraten. Ja gut, Level 1 Piraten. Sollten jetzt kein großes Problem werden. Ah, guck mal, man sieht jetzt auch, wo die hingehen, was die machen wollen. Durch diese dünne blaue Linie, habt ihr das gesehen? Das finde ich sehr gut, dann weiß man nämlich, was sie machen. Ja gut, dann lasse ich meine Crew mal wieder vor. Bei dem neuen Piraten müssen wir ein bisschen aufpassen. Denn der kann noch nicht schwimmen. Und das Schwimmbuch ist leider auch ausgekauft an unserer Startinsel. Und dementsprechend eher ungünstig. Plunder! 80 Gold dazu. Habe ich nicht eine Fähigkeit, dass ich mehr Geld kriege? Ah, nee, nur bei Treasure. Okay, dann habe ich das eine Buch nicht gekauft. So, weiter geht's. Und noch mehr Piraten. Level 2 Piraten. Juhu! Juhu, spannende Level 2 Piraten. Oh, und jetzt haben wir jetzt so eine ganz Sonnenuntergangslichtstimmung. Ja, die Sonne ist auch ein bisschen tiefer als vorhin. Kann mal wieder ein paar TP verteilen. Also, Skeff hat 10 neue TP. Okay. 2 hier, 2 hier. 5 da. Also, richtig schnell leveln ist wichtig. Haben wir aus der ersten Staffel mitgenommen. So. Und er kriegt erstmal komplett Intelligenz, damit er schneller levelt. So, Level 2 Piraten. Auch ein interessantes Schiff. Aber ich habe jetzt kein großes Bedürfnis. Na, die Wege sind jetzt natürlich ein bisschen länger. Also ich habe jetzt kein großes Bedürfnis, mir das nächste Schiff zu angeln. Ich nehme lieber das Geld, was wir für das Plundern bekommen. Also, gut zurück. Ich mache schnell oben die Kiste auf. Wo ja angeblich jetzt mehr drin ist. Ein Auto-Elixier. Super. war nicht so spannend. Dies war nicht so spannend und deshalb nicht capturen. Plundern wir das Ganze und schauen mal, was wir kriegen. 140 Gold und jede Menge Bauteile für unser Schiff. Das ist doch ganz cool. Gehen weiter und da sind schon wieder Piraten. Das ist ja Wahnsinn. Viele, viele Piraten. Oh, Skeff mag auch Schildkröten, hat er gerade gesagt. Und sie wundern sich gerade, dass sie miteinander reden können. Ja, das ist sinnvoll, dass sie miteinander reden können. So. Genau, und da, ja, das nächste Level 2 Schiff finde ich ganz gut.
Zum einen gibt es mehr Geld, zum zweiten gibt es mehr XP, zum dritten. Ist ein bisschen spannender als Level 1 Piraten. So, einfach mal reinstürmen. Clayton muss ja noch ein bisschen. Sein Deckname Clayton muss ja noch ein bisschen. Also ich würde normalerweise. Wüsste ich jetzt schon, wer der nächste Pirat ist. In diesem Fall wusste ich das nicht, weil ich nicht davon gerechnet habe, dass wir einen neuen Piraten bekommen. Also nur mal so viel zu dem Thema. Deshalb habe ich das jetzt auf nächste Episode verschoben. Landa! Komm ich bitte Gold. Und wieder ein bisschen Zeug. Genau. Coole Sache. Und schon wieder. Aber da müssen wir noch nicht hin. Denn wir müssen jetzt wieder nach oben fahren. Und dann ist unsere kleine Runde schon fast wieder zu Ende. Ich überlege mir natürlich immer, wann wir uns neue Piraten leisten. Aber wenn wir jetzt zufälligerweise einen Piraten dazu bekommen, ist das ein bisschen ungeplant. Deshalb war ich jetzt nicht darauf vorbereitet, mir schon einen Namen auszusuchen. Aber Clayton wird bald einen neuen Namen tragen. So, was haben wir denn hier Schönes? Mal wieder ein paar Stammesbewohner. Ich glaube, die machen wir wieder platt. Recht schnell. Ziemlich schnell. Ja, ich war jetzt absichtlich mal leise, weil ich die Töne gerade sehr, sehr lustig fand. Wie die sterben beim. Wie die schreien beim Sterben. Sehr, 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 sehr lustig. So, und da ist jetzt ein Tribal Hook. Und das war jetzt eine Level 2 Insel. Das heißt, es könnte etwas schwerer werden. Ich interagiere mal. Und was haben wir? Oh ja, da sind. Hahaha. Das sind genau die, vor denen ich Angst hatte. Weil die haben einmal diese fetten Äxte. Die gingen jetzt zwar sehr schnell down. Das sind schon noch beide, oder? Gut. Ich hatte gerade Angst, wo unser zweiter Pirat ist. So, da ist er. Gott sei Dank. So, und jetzt ist die Frage, haben wir deren Äxte bekommen? Die Äxte waren nämlich sehr, sehr cool. Aber es sieht nicht so aus. Das waren andere Äxte. Haben wir irgendwas anderes Tolles gefunden? Oh, das Ding ist gar nicht schlecht. Aber das hat er ja eigentlich schon. Aber er könnte natürlich mal was Spannendes kriegen. 4,15 hat er bisher. Der ist natürlich nicht so toll, deshalb sind die Werte auch nicht so toll. Also das Teil ist auf alle Fälle schon mal besser. Ja, dann kriegt er einfach auch so ein Ding. Das ist zwar genau dasselbe. Und er könnte natürlich auch mal ein passives Item kriegen. Zum Beispiel diese Crit Chance, von dem wir sehr, sehr viele finden. Ja gut, dann ist diese Insel auch abgeschlossen. Genau, das war recht einfach. Ich finde es sehr schade, dass die diese Äxte nicht getroppt haben. Ich hoffe, dass die das doch irgendwann machen. Die habe ich nämlich sehr, sehr gemocht. Die haben wir vor allem sehr, sehr lange auch verwendet, wenn ich mir das recht überlege. Und jetzt fahren wir, ja, wenn wir jetzt hier hochfahren würden, wo wir nicht hinfahren können, weil da nichts ist, dann wären wir wieder da, wo wir ursprünglich mal waren. Und ich fahre jetzt aber wieder zurück zur Stadt. Einfach wieder aus demselben Grund wie beim letzten Mal Sachen verkaufen, gucken, was wir uns leisten können an Büchern. Vielleicht ist ja die Schwimmfähigkeit mittlerweile wieder vorhanden für unseren neuesten. Der schaut aus. Der schaut aus wie so ein deprimierter Clown irgendwie so ein bisschen. Naja, ja, es ist ja eigentlich ein ganz guter Startpunkt für nächste Abenteuer. Aber wir haben eigentlich genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir könnten uns jetzt natürlich mal überlegen, ob wir beim nächsten Mal so eine Schatzkarte mal ausprobieren sollen. Das würde mich interessieren, weil das gab es noch nicht davor. Ich glaube, das werden wir mal machen. Wenn ich dran denke. Und so, erstmal schön in die Taverne gehen, ein bisschen feiern. Und sollen wir es noch schnell verkaufen? Ja, komm, wir verkaufen das Zeug noch. Die Crew darf hier bleiben, ich verkaufe noch Sachen. Ich glaube, da war nichts Spannendes dabei. Nö, da war eigentlich überhaupt nichts Spannendes dabei. Deshalb verkaufen wir einfach alles, kriegen wieder ganz viel Geld. Das finde ich echt gut.
Und ich denke, das Warenangebot ist jetzt nicht besser geworden, oder? Nee. Nee. Also, bessere Sachen werden wir hier nicht finden, aber wir wissen ja, wo die nächste Stadt ist. Dann kaufe ich mal gleich hier wieder ein bisschen ein. Nachdem wir ja auch von den Seabiscuits hier ein bisschen was verloren haben beim letzten Mal, weil wir unser Schiff ja gesprengt haben. Lala. So, Items. Da sind wir noch alles ausverkauft. Finde ich sehr schade. Macht aber nichts. Wir haben jetzt sehr, sehr viel Geld. Ich hole mir jetzt Map Awareness und Map Reading. Das gebe ich mir auch erstmal. Weil dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr von der Karte sehen. Ship Plunderer ist gut. Fast Learner. Ach, eigentlich können wir alles holen, oder? Komm, wir haben jetzt noch zwei Gold. Zweimal Cleaning. Cleaning haben wir jetzt eigentlich schon zweimal. Haben wir vielleicht zwischendurch doch wieder was gefunden. Okay, gucken wir mal ganz kurz in die Crew rein. Ich habe noch 4 TP zum Verteilen. Das heißt, was haben wir? Oh, Map Awareness, das kostet kein TP. Das ist gut. Warum kostet das jetzt kein TP? Bin ein bisschen überrascht, aber egal. Be aware of the locations on the map. Okay, mache ich mal, weil ich bin sicherlich lange noch mit dabei und Map Reading auch. Das kann man ja auch noch anderen beibringen. Und Ship Plunderer mache auch ich. Und Fast Learner wird Clayton bekommen. Noch Clayton. So. Und dann haben wir noch Hawkeye. Das haben wir auch gefunden. Das hatte ich ja bisher schon. Und das wird Skeff jetzt bekommen. Der hat ja auch noch TP übrig. Brauchen wir auch nicht. Mal wieder. So. Sehr gut. Damit ist es hier fast aufgekauft. Wir verkaufen mal wieder ein bisschen Zeug. Oh, schade, dass man das nicht irgendwie sortieren kann. Das wäre echt toll. Irgendwie. Wir haben gar keine valuable items. Also wertvolle Sachen. Quattro Strike, die können wir, das sind diese Headshot. Das sind diese Skills, die man einfach kurz einsetzen kann. Die finde ich jetzt aber nicht so spannend. Ich muss zugeben, dann verkaufe ich die lieber. Weil wir sind auch so gut, ganz ehrlich. Genauso wie das hier. Genau. Wir haben eine Feder, die möchte ich dann noch ganz schnell unserem Neuesten geben. Dann kriegt er ein bisschen XP. So. Und dann... Ja, komm. Also kochen müssen wir irgendwann sowieso kaufen. 1, 2. Toiletten, dass wir weniger Dreck machen, ist auch wichtig. Das geben wir auch noch ganz schnell aus. Natürlich ist es erstmal für mich wichtig. Oh, Moment mal. Fishing wäre auch noch schlecht. Das kaufen wir uns auch noch schnell. Dann können wir nämlich auch schon mal fischen. Wenn wir irgendwann mal eine Angel finden, natürlich, vorausgesetzt. So, was wollte ich? Einmal zu mir. Ich kann... Ah doch, ich habe noch TP übrig. Kochen könnten wir. Und ich mache zumindest jetzt mal keinen Dreck mehr. Und fischen und kochen bringt uns momentan noch nichts, deshalb verteile ich es noch nicht. Aber das ist wichtig, dass wir das haben. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal zurück in die Taverne zu meinen beiden Kollegen, Skeff und wie er auch ab der nächsten Folge immer heißen wird. Und dann schauen wir mal. Er läuft auch immer weg, gell? Der fühlt sich noch nicht so wohl bei uns. Naja, egal. Jedenfalls, vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir, ja, was Neues machen. Vielleicht die Karten ausprobieren. Kommst du zurück? Ich immer aufs Schiff laufen wollen. Tschüss!